Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Yoshi's Island Super Mario Bros. 2. Weiterhin auf dem Super Nintendo. Das letzte Mal sind wir hier an dieser Welt stehen geblieben, die wir jetzt... Oh, ich habe jetzt aus Versehen ein Feuerbläh eingesetzt. Ja, das ist halt clever. So, hier waren wir ja schon mal, sind dann nach links gelaufen und haben da ein bisschen, naja, mit so Sachen eingesammelt wie rote Münzen auf ganz höchst famose Weise. Kann ich die Dinger da einfach einsammeln? Die sind einfach da! Was ist das für ein Blödmist? So, wollen wir mal gucken hier. Oh ja, Helikopter-Aktion. Oh, Loschi, Loschi, Mann. So, ah, okay. Hätte ja sein können. Oh, da ist eine rote Münze. Mann, ja. Oh, ich hasse meinen Controller jetzt. Ohne Mist. Hat schon wieder nach unten gedrückt, einfach so. Nee, statt dass er mal nach oben drückt, nein, er drückt nach unten. Oh. La 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 la. So. Jetzt hier. Ja. Verlängerung. Und ja. Ich mache das höchst vorsichtig, wie ihr merkt. Ja. Extrem vorsichtig. Wenn der Helikopter wenigstens schießen könnte, das wäre cool. Aber nein, der kann ja bloß... Ich bin ein Helikopter ohne irgendwelche Waffen. Weißt du, wenn es wenigstens so ein Apache wäre oder irgend sowas. Nein, wir haben ja nur einen Schmidt. Ich habe jetzt gerade zwei Helikopter genannt, die mir noch bekannt sind aus SimCopter. Kennt jemand noch das Spiel SimCopter? Hammergeil, sage ich da nur. Hammergeil. Konnte man damals seine Stadt aus SimCity 2000 importieren und dann selbst in der Stadt rumfliegen und die dann mit Raketen wegschießen. Ja, zum Beispiel. Oder man ist halt rumgerannt und hat rumgeflogen und hat halt irgendwelche... Oh, leck mich am Arsch hier, du Scheißvieh! Mann! Alter! Ich krieg ja gleich einen übelsten Raster. Weiter, los. Nein. Natürlich geht's jetzt zurück an den Anfang, weil ich nämlich hässlich bin. Alter, verarschen kann ich mich alleine. Was soll denn die Scheiße? Ja, jedenfalls könnte man dort mit einem Helikopter herumfliegen, Leute retten, Brände löschen, seine Stadt mit Raketen bombardieren oder einfach mal auch nur in der Stadt rumlaufen. Das ging auch. Oh, der stört sich aber auch schwer, der Helikopter irgendwie. Leck mich am Arsch hier! Ey, Junge! Mann! Könnte ich ja schon wieder ausflippen hier. Zum Glück sind die Helikopter nicht so weit auseinander, sodass man sich zumindest beim Fliegen ein bisschen Zeit lassen kann. Aber trotzdem, sowas baut doch keiner. Ja, ja. Schnell, schnell! Nein, nicht so schnell, nicht so schnell! Ja. Langsamer. Hoch. Hoch. Ja. Höher, höher, höher. Ja. Runter. Weiter. Hoch. Runter. Links, rechts. Schießen! Den hole ich mir jetzt. Oh, den da oben hole ich mir natürlich auch. Nein. Nein. So nicht, Freunde. Oh, da ist das Ziel, Mann! Okay. Buh. Ja, war jedenfalls ein tolles Spiel. Das SimCopter hieß. Dann gab es auch nochmal sowas wie... Habe ich zumindest mal gelesen, irgendwo in irgendeiner Zeitschrift den Namen. Irgendwas Richtung SimCar oder irgend sowas. Kann ich mir allerdings nicht so viel drunter vorstellen, außer dass das gleiche Spiel wäre, nur mit dass man ein Auto rumfährt und dann Brände löscht. Oder seine Stadt mit Raketen bombardiert. So, Freund. Aha. Aha. Denke. Hüp. Hüp. Hülle. Cleverness. Oha, Yoshi. Reiß dich zusammen.
Wenigstens ist es in die andere Seite geflogen. Oh ja. Hammer cool, dass da was versteckt ist. Gut zu wissen. Werde ich jetzt aber nicht mitnehmen, weil ich da einfach keinen Bock zu habe. So, gib mir mal ein paar Eier. Dankeschön. Oha. Aha. Wer baut denn so ein Mist? Abschießen. Und wieder zurück. Okay. Freunde. Ja, hammergeil. Niemals. Oh, Ziel. Haben wir fast gar nichts mitgenommen hier in dem Level sozusagen, wie ich da gerade sehe. Drei Blumen haben gefehlt. Boah, das ist ja monsterschlecht. Dafür kommt Nougat Yoshi und wird uns jetzt beglücken mit dem nächsten Level. Na dann, zeigen wir mal die Punktzahl. War doch grottenschlecht. Waren wenig Sterne, wenig Münzen, wenig Blumen, 50 Punkte. So ein Mist. Oh ja, lass uns davon ja nicht aufhalten. Wir werden jetzt hier durchstarten in der nächsten Welt. 5-6, Junge. Wie heißt die? Die heißt Über den Wolken. Dass da Nintendo keine GEMA-Gebühren bezahlen musste für. Oder wie es auch immer heißt. So. Hüp. Na, ach, er wollte nicht. Naja. Okay, boah, jetzt habe ich mich aber, boah, habe ich mich erschrocken. Ich dachte, ich laufe hier oben auf der lang. Ups. Na, den nehmen wir auch noch mit, weil da nämlich Sterne drin sind. So. Jetzt auf jeden Fall angesagt, nicht so schnell zu laufen, weil ich hasse solche Welten. Grundlegend. Abgrundtief. So, du machst ihn auf dem Acker, Jung. Soll ich das mitnehmen? Ja, machen wir mal. Uiui. Ja. Ups. Oh, der Stern war es mir jetzt wert. Wow. Trottel. Gott. Mann, mach dich vom Acker, du Wolkentier. Habe ich denen die Viecher geklaut? Ah, nein, 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 hoch da, ja, sau stark. Ich hasse solche Welten echt abgrundtief, weil die sind so monströs anstrengend, weil man einfach nicht so laufen kann, wie man möchte, sondern man muss immer so lange warten und dann muss man sich konzentrieren, dass einen der Gegner während der Zeit nicht trifft. Hey. Ha, daneben, Freund. Wow. Ich müsste doch irgendwann mal die Moon ausgehen, Freunde. Wow. Ey, ihr nervt mich. Jungens. Junge, 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 Junge. Na, war das nicht clever? War nämlich zwei. Und da habe ich mir gedacht, den holst du dir. Genauso wie diese roten Münzen. Die holst du dir nämlich auch. Hm. Ja, geschleckt. Niemals. Oh ja. Und die Münze auch noch. Oh komm, jetzt mach ein bisschen hin hier. Alter, das dauert ja ewig. Da brauchen wir ja eine halbe Stunde für. Hüp. Oh, coolio. Hüpfen da. Oh, jetzt kriege ich einen Frame-Einbruch, ey. Oder liegt das an dem Spiel? Du kriegst deine Kinder nicht, Freund. Die behalte ich. Die machen sich nämlich extrem gut, diese Angry Birds hier. Oh, nerv mich nicht, Mann.
Na, daneben. Hüpp, Treffer. Mick gekegelt. Hä, jetzt kam da oben gerade wieder ein Lucky Two und jetzt ist er gleich wieder weg. Hm. Heißt das etwa, der Level ist beendet? Das wäre so schön. Ich hasse echt solche Level, ohne Mist. Ich glaube, es geht jedem anderen mindestens genauso, wenn nicht sogar noch schlimmer. So, weiter mit dir. Brauche ja keine Eier. Wo sind denn meine Viecher hin? Wer hat die geklaut? Meine Angry Birds. Oh, weiter geht's. Hammer nice. Okay. Fui, fui, fui. Ist nie blöder. Fui, fui, fui. Ach, du kannst mich mal tierisch am Arsch lecken. Oh, ein paar Mal auf den Kopf gesprungen, schon ist schön. Aha. Nächster Ballon, bitte. Jetzt. Hallo. Ah, danke. Oh Gott, dauert das lang. Oh ja. Ach, ich wollte da nicht runter. Ich wollte schlecken. Oh. Toll. Yay. Coolio. Richtig sinnvoller Level hier. Kann ich irgendwie wieder rauskommen? Hä? Warte mal. Da nicht, da nicht. Da. Ah, da. Toll. Ist ja echt toll, Mann. Was ist denn das für eine Kacke? Boah. Wie anstrengend. Los, schieß. Danke. Oh yeah. Los. Dankeschön. Oh nein. Jetzt bin ich hier oben und habe wahrscheinlich nichts gekonnt. Gib mir dein Ei. Oha. Was war denn das jetzt? Da kam doch ein Geist und ich habe den nicht gesehen. Das ist ja schlecht. Oh man. Ja, ich möchte ja gerne von dem Sternkreis wieder anfangen. Das ist ja eine komische Mist gewesen. Eine komische Mist, easy gewesen, gell? Weiß Bescheid, Schätzelein. So, Freund. Das lasse ich mir ja nicht auf mir sitzen, so ein Scheiß. Jetzt beeilen wir uns hier ein bisschen. Hüpp. So, schieß. Grazie Mille. Oder Mille Grazie. Mein Opa sagte, ist vollkommen egal. Man kann beides sagen. Oh, wir haben sogar noch alle Sternis. Toll, toll. Dahin geschießt. Danke. Danke, 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 danke. So, jetzt reicht's. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Ha! Niemals. Oh. Hup. Jupp. Oha. Die können auch tatsächlich durch die Wolken durchschießen. Naja, könnt ihr mich mit Eiern versorgen, ihr blöden Schweine. Hey. Ja. Hau nice. Huh. Anstrengend. Oh yeah. Alle roten Münzen. Aha. Stopp. Mal gucken. Ah, eine Blume fehlt. Warum fehlt denn da schon wieder eine Blume? Das wäre der perfekte Run gewesen, man. Warum fehlt denn eine Blume? Wo waren die versteckt? Wahrscheinlich in irgendeiner Röhre. In die ich nicht reingegangen bin. Naja, macht ja nichts. Ach, Mann, ey, das ärgert mich ein bisschen. Es ärgert mich sogar sehr. Naja. So, Freunde, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier an dieser Stelle wieder den Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt, wir spielen zusammen Super Mario World 2 auf dem Super Nintendo, aka Yoshi's Island. Also, macht's gut, bis dahin und tschaußen!